So, jetzt geht's weiter mit der Aufgabe 5. Tiefgarage. In eine bestimmte Tiefgarage führt eine Rampe mit konstantem Steigungswinkel Alpha. Okay, also dieser Winkel Alpha ist hier gemeint. Beim Befahren dieser Rampe berührt ein bestimmtes Auto die Rampe im Punkt T. Okay, da haben wir das T. Stellen Sie mit Hilfe von A und B eine Formel zur Berechnung von Alpha auf. Naja, da müssen wir uns das genauer anschauen. Da haben wir also jetzt hier dieses B und da haben wir das A und hier haben wir das Alpha halbe. Das heißt, ich kann einen Sinus machen, weil hier haben wir eine Genkathete und eine Hypotenuse. Sinus von Alpha halbe ist Genkathete durch Hypotenuse. Genkathete ist A, Hypotenuse ist B. Okay, ja, jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir das Alpha rauskriegen. Das heißt, wir werden das umtransformieren. Mit A Cosinus. Das heißt, ich habe dann Alpha halbe ist der A Cosinus, Sinus hoch minus 1, würde man sonst immer sagen, ist beides richtig, von A durch B. So, und jetzt muss man uns den Zweier rüberkriegen, indem ich den hier wegstreiche und rüber multipliziere. Dann habe ich die Formel. Alpha ist also Sinus hoch minus 1 von A durch B. Gut, das hätten wir. Dann kommt jetzt A und B ist angegeben und berechnen Sie die Steigung der Rampe in Prozent. Also wenn ich A und B angegeben habe, dann kann ich mal Alpha ausrechnen. Also ich schreibe es jetzt mit Sinus hoch minus 1 von A ist 14 und B ist 135 durch 135 und mal 2, also ergibt es, wenn ich mir es ausrechne, 11,9 Grad. 11,9 Grad. Okay. Und die Steigung selber muss ich wieder die Tangensformel berücksichtigen. Ne? Warum Tangensformel? Wenn ich hier wieder ein rechtwinkliges Dreieck mache, ich will hier, wenn hier unten 1 dann ist, habe ich hier die Steigung. Das heißt, Genkathete durch Ankathete, Ankathete ist 1. Deswegen also Tangens von Alpha ausgerechnet ergibt dann die Steigung 0,21 ist das. Und das ist dann wieder in Prozent ausgerechnet 21%. Das ist die Steigung. Die Formel kommt immer wieder vor. Also mit Tangens vom Winkel kriege ich die Prozent, im Endeffekt dann die Prozente der Steigung. Gut. Das hätten wir erledigt. B. Da kommt das jetzt hier. So, mal Strich drunter. Bei B haben wir jetzt hier eine Statistik. Die Parkdauer von insgesamt 700 in einer Tiefgarage abgestellten Autos wurde erhoben. Auf Basis dieser Erhebung wurde das nachstellende Säulendiagramm erstellt. Weniger als eine Stunde, 1 bis 2, 2 bis 3 und 3 mehr Stunden. Da soll ich den zu diesem Säulendiagramm passenden Boxplot ankreuzen. Okay. Na, ich werde heute mal zuerst mal schauen, wo die Mediane sind, also hier sehr unterschiedlich. Schauen wir uns den Median an. Median, der Strich in der Mitte. Ich muss also jetzt ja also nachdem ich 700 Stück insgesamt habe, muss also der Median zwischen dem 350. und 351. Das ist also die Hälfte sein. Gut, also zuerst in der ersten Säule haben wir 150 und dann kommen 350 dazu. Das heißt, in der zweiten Säule, zweite Säule. Das heißt hier 1 bis 2 Stunden Parkdauer. Also, Moment. Ja, 1 bis 2 Stunden Dauer. Naja, das heißt, hier haben sie also in der Parkdauer dann in Minuten angegeben. Es wird schwierig. Jetzt wird schwierig. Also, da weiß ich es nicht genau. Also, eine Stunde wäre 60 bis 120 Minuten.
Okay. Wo haben wir den Median bei 60 bis 120? Das erste ist es nicht. Beim zweiten haben wir es drinnen. Das wäre also das zweite Kastl. Wo schauen wir das hin? Zweites Kastl. Er würde das schon erfüllen. Bei 60 bis 120 wäre es das dritte auch noch. Das dritte wäre auch noch. Dritte Kastler. Das vierte wäre es nicht und das fünfte wäre 150. Ist auch nicht. Also zwischen zweiten und dritten müssen wir schauen. Beim zweiten ist es ein bisschen über 100. Ja, also das ist schon sehr an der Grenze. Beim dritten ist es auch ein bisschen an den nahe bei 100. Okay. Jetzt müssen wir also Minimum und Maximum zweites und drittes haben wir jetzt rausgefunden. Das ist es. Das Minimum weniger als eine Stunde ist hier beim zweiten bei nahezu 0 und beim dritten haben wir bei 30 Minuten. 30 Minuten Minimum, weniger als eine Stunde. Ja, passt. Maximum ist hier bei einmal 300 und 300. Naja, das weiß man. Mehr als 3 Stunden, 3 mal 6 ist 180. Und mehr als 3 Stunden, ja. Das wissen wir auch nicht. Was ist mit den Quartilen, dass wir die unterscheiden können? Das heißt, wir haben jetzt gesagt, den Median. Jetzt probieren wir das erste Quartil. Das ist, muss also auch wieder sein, zwischen dem, die Hälfte von 350 ist 175, 175. und 176. Da dazwischen, 175 in der Säule. Aha, es ist also auch schon in der zweiten Säule. Also zweite Säule. Das heißt, es ist auch wieder zwischen 60 und 120. Wo ist das Quartil zwischen 60 und 120? Zweite Säule nicht, das ist weniger als 50. Bei der dritten haben wir es zwischen 60 und 80. Also müssen wir die dritte Kastel ankreuzen. Ja, das ist wirklich ein bisschen mühsam. Drittes Kastel ist richtig. Ein bisschen mühsam. Okay. Also hier geht es vor allem darum, dass man also herausfindet, wenn man solche Darstellung hat, wo ist also eben halt der Median. Und den muss ich hier mal dann eben suchen gehen. Gut. C. In einer anderen Tiefgarage ist die Parkdauer der abgestellten Autos annähernd normal verteilt mit Erwartungswert μ 100 Minuten und Standardabweichung. Also 100 plus minus 30 Minuten. So schreibt man das. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Parkdauer eines abgestellten Autos in dieser Tiefgarage mindestens eine Stunde und höchstens 2 Stunden beträgt. Aha, also die Wahrscheinlichkeit mindestens eine Stunde über 60 Minuten, kleiner gleich x, kleiner gleich 120 Minuten. Ja, da muss man also entsprechend in dem Rechner das eintippen mit dem. Ja, das kann man ja nebenher sehen, wie das eingetippt wird. Gut. Und das ergibt dann, wenn ich mal das ausgerechnet habe, 0,6562. Also 65 und 66%. Okay. Der Graph der zugehörigen Dichtefunktion f ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Da sieht man darunter ein g. Jemand behauptet, dass der Graph der Funktion g ebenfalls der Graph einer Dichtefunktion sei. Begründen Sie, warum diese Behauptung falsch ist. Naja, es geht hier vor allem auch um die Fläche. Die Fläche unter der Funktion f würde dann insgesamt 1 ergeben, wenn es eine Dichte ist, und die Fläche von g darunter ist kleiner. Also daher kann das nicht stimmen. Okay. Passt.